Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute am Sonntag möchte ich einmal wieder über die Tarte Lifestyle und Wellness Aktie sprechen. Da gab es ja vor einiger Zeit, ich muss einmal ganz kurz gucken, wann ich das letzte Mal darüber berichtet habe, vor ungefähr einer Woche, und es gab eigentlich soweit keine News. Und vor allem, ich hatte ja, da kann ich nochmal kurz zurückgehen, da hatte ich ja geschrieben, der Kurs wird nun steigen. Und er ist meines Erachtens auch ja leicht gestiegen, aber seit den 4. März gibt es leider eine leichte Korrektur. Ich würde das noch nicht Abwärtstrend beurteilen, denn bei 2 Tagen ist das noch relativ schwierig zu sagen. Und warum ist jetzt aktuell so diese Situation? Warum fällt der Kurs? Einerseits natürlich die Gesamtstimmung an der Börse. Wie ich auch schon in den letzten Videos gesagt habe, da kann ich nur immer wieder wiederholen, ist, dass die Börse allgemein sehr schwächelt. Es gibt mehrere Aussagen, auch von der USA mit der Inflation und so weiter und mit dem Hilfspaket in der USA, und natürlich das schlägt auf die gesamte Börse über, und hier schwächeln halt aktuell sehr viele Aktien. Aber warum ist das bei Tarte so, obwohl jetzt wieder relativ gute Nachrichten gekommen sind? Es ist einfach so, erstens, wie gerade schon gesagt, die allgemeine Stimmung. Viele, viele, viele Anleger haben Gewinnmitnahmen durchgeführt, definitiv, und viele warten jetzt natürlich auch ab, was passiert. Und das ist auch noch ein Punkt, ich glaube persönlich, dass gerade sehr viele Leute Geld rausziehen aus bestimmten Unternehmen, um hier wirklich in Unternehmen zu stecken, in Aktien zu stecken, die vielleicht gerade etwas besser laufen. So würde ich es einfach mal formulieren. Aber Tarte Lifestyle und Wellness hat meines Erachtens enormes Potenzial. Ihr seht es hier, Anfang der Woche 2,3% gestiegen, 7% gestiegen, und seit Mitte der Woche geht es eigentlich mehr oder weniger bergab. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 403 Millionen Euro, und ihr seht es hier, was man damit rechnet, beziehungsweise die Zahlen sind noch nicht offiziell, aber diese Umsätze, Nettoergebnis sprechen in erster Linie noch nicht für dieses Unternehmen. Aber es gab ja entsprechende Neuigkeiten, dass Tarte jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, mit dem Unternehmen, beziehungsweise ich fange einmal anders an, dass sie über den Online-Shop innerhalb eines Wochenendes über 100.000 Dollar umgesetzt hatten und nach dem Start des Online-Shops innerhalb von 48 Stunden über 50.000 Dollar. Das hört sich jetzt für so ein Unternehmen erstmal nicht viel an, aber man muss mal überlegen, in welcher Branche sie tätig sind, in, ich sag mal, Tabak- bzw. Zigarettenbranche. Tabak, es enthält ja kein Tabak, aber in der Zigarettenbranche, und das ist natürlich ja jetzt nicht das die Massenbranche, wo es 100 Millionen, Tausende von Kunden gibt und das auch noch online, aber es ist wirklich schon sehr, sehr gut, was die hier jetzt so durchgeführt haben. Und da gab es ja die Nachricht, dass Tarte jetzt mit dem Unternehmen Crossmarkt zusammenarbeitet. Die sind dafür zuständig, um den Vertrieb anzukurbeln. Sie ist eine CPG-Vertriebsagentur und hat in ihrem Portfolio über 100.000 Shops. Und jetzt kommen wir zu der Nachricht, und zwar haben die eine Umfrage gestartet bei jedem dieser 100.000 Shops in den USA, und in Ohio, da wo auch Tarte sitzt, gibt es insgesamt 7.000 Geschäfte, und 75% der Shops sagen, sie hätten Interesse bekundet, Tarte zu führen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von 100.000 Shops 75% sind
75.000 Shops. Das ist wirklich, ja, eine Menge. Und wenn man das pro Shop nur fünf Stangen rechnet, so errechnet sich im Retail-Umsatz von 4,2 Millionen Dollar monatlich. Also schon sehr, sehr stark, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die Marktkapitalisierung gerade mal, ich sage mal in Anführungsstrichen, bei 403 Millionen Euro liegt, ist das natürlich schon sehr, sehr stark. Und auch vor allem bei dem Umsatz letztes Jahr ist das ja schon sehr beeindruckend. Und das ist erst der Anfang. Sie haben noch nicht gestartet. Das ist so der Hauptfaktor. Tat hat bis jetzt erst mit dieser Crossmark und mit dem Crossmark-Unternehmen eine Umfrage gestartet. Und jetzt fängt Crossmark im Prinzip erst an, diese 75% unter Vertrag zu nehmen, dass sie diese Zigaretten abnehmen. Und dann kann das Geschäft im Prinzip ja durch die Decke gehen. Und es gibt hier, das muss man wirklich auch noch mal erwähnen, es gibt keine Konkurrenz für so ein Produkt. Also es gibt ähnliche Produkte, aber es gibt keine Konkurrenz, die genau das hat, was Tat hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es kann wirklich, das Unternehmen kann die gesamte Industrie grundlegend verändern. So wie zum Beispiel Tesla den Automobilmarkt oder Beyond Meat im Lebensmittelmarkt. Und das kann Tat genauso schaffen. Und der CEO hat gesagt, alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für Tat wäre eine Enttäuschung für mich. Also das wäre über das Zwölffache aktuell. Und das ist natürlich schon sehr, sehr stark, was hier gerade passiert. Und wenn das natürlich jetzt erstmal so richtig losgeht mit Tat, also es gab ja Kursgewinne, absolut. Die Aktie ist nach oben gegangen mit dem Produkt, aber wie gesagt, dann gab es halt diese gewissen Gewinnmitnahmen, es gab die allgemeine Schwäche und es haben halt Anleger Geld rausgenommen, um woanders zu investieren. Ich finde den Kurs aktuell ja sehr gut, um einzusteigen bzw. nachzukaufen. Vielleicht würde ich noch ein, zwei Tage warten oder die nächste Woche das beobachten. Es kommen auch natürlich von mir Updates, in welche Richtung es geht, wie die Trendlinie oder wie der Trend weitergeht, ob er wieder weiterfällt oder nach oben geht. Denn es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt im fallenden Kurs ein. Das kann man natürlich machen. Man weiß bloß nicht, wo die Bodenbildung ist. Oder, und so, das kann ich eher empfehlen, man steigt dann in eine Aktie ein, wenn man einen Trend nach oben sieht. Aber beide Seiten sind möglich, beide Seiten, ja, sind in Ordnung. Man muss halt selber für sich nur entscheiden, welche dieser zwei Varianten möchte man für sich benutzen. Und ich persönlich, weil viele haben mich jetzt die letzten Tage angeschrieben, mach doch mal wieder ein Update über Tat. Und was ist meine Meinung? Ich kann persönlich nur sagen, Tat hört sich sehr vielversprechend an mit ihrem Produkt. Sie stehen noch relativ stark am Anfang. Wie gesagt, 75.000 Shops sind gerade in den Startlöchern, um hier wirklich das Unternehmen voranzubringen, um den Umsatz anzukurbeln und natürlich den Absatz anzukurbeln. Und 75.000 Shops, ja, das ist nicht wenig. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.